Heute könnte es ein wenig frustrierend werden hier in Super Mario Maker. Willkommen zu Folge 4. Ja, ich versuche wieder das Spielen zu drücken und auf Level aus aller Welt zu gehen. Okay, da fängt's schon wieder an mit dem Ams. Ich krieg die Krise. Ja gut, vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir machen weiter mit Musical Madness. Find 3 Green Mushrooms. Das ist eines meiner Level und es ist auch, ich meine sogar das zweitschwierigste Level, das ich selbst gemacht habe. Also wer sich hier eine das möchte ich nochmal zeigen. Wer sich hier eine Challenge sucht, der kann ruhig dieses Level mal betreten. Viele Notenblöcke, das ist das Problem. Also gerade am Anfang. Ach komm, das hört man doch nicht. Ich will es mal kurz zeigen, wie sich's anhört. Eine kleine musikalische Nochmal. Eine kleine musikalische Einleitung. So. Ja, das habe ich noch nie zuvor gehört. Es ist ein wahres Meisterwerk. Ja, Koji Kondo wahrscheinlich, ne? Kann sein. Urheberrechtsverstoß, in einem Mario-Spiel eine Mario-Melodie nachzumachen. Du Frevel. Meine Güte, du hast mich aber jetzt gerade beleidigt. War das eine Beleidigung? Nee, tatsächlich? Oh, okay. Tun wir so, als wäre das nie geschehen. Wir haben die Feuerblume, das ist mir bis hier noch nie passiert. Und ja, wir können schon sehen, es sind sehr viele Elemente, sehr viele Musikinstrumente verwendet. Was ist denn hier los? Sterbt doch alle mal. So, das wird sie für einen Moment lang außer Gefecht setzen. Das One-Up ist freigelegt und wir können in die Gitarre rein. Ich habe hier versucht, einige Musikinstrumente nachzubilden, nachzubauen, um ja so ein bisschen was... Um einfach, dass einfach das Theme des Levels so ein bisschen klar wird, ne? Es ist ja so, dass in Super Mario Star Road auch so ein Level gemacht wurde, Mad Musical Mess, und daher hatte ich eigentlich auch so die Idee, es mal hier so auszuprobieren. Ist mir eigentlich auch gut gelungen, wenn man sich mal so im Vergleich alle anderen Level anschaut, die so in der 100 Mario Mission beispielsweise vorgezeigt bekommen. Es ist doch scheißegal, mir fehlen einfach die Worte. So, zu Anfang auf den ganzen Notenblöcken, da hatten wir ein Piano. Danach war da drüber die Gitarre. Hier ist eine Harfe. Jetzt gehen wir über diese Plattform mit, die einfach mal die Musik ändert. Das ist auch sehr wichtig, dass man beachtet, dass die Musik sich hier ändert. Aber ich will auf jeden Fall das Tanuki-Blatt. Normalerweise stehen die Objekte auch komplett anders. Aber die wahre schwierige Stelle kommt erst noch. Ja, da wir jetzt mit den Flöten nach oben wandern müssen. Das ist eigentlich auch so eine Idee aus Donkey Kong Country Returns. Da gab es ein K-Level, das einfach nur krank aufgebaut war. Ja klar, mit dem Tanuki-Blatt ist es jetzt natürlich ziemlich einfach. Aber die genaue Struktur dieses Konstrukts ist mir natürlich nicht klar. Fuck. Ja, knapp. Ja, wir sind sogar nach oben gekommen, okay. Also, schwierig wird's dann, wenn man wirklich ohne Tanuki-Blatt hier oben ist. Dann laufen wir nochmal eben über die Posaune, über die Trompete. Wir könnten jetzt schon so ein bisschen abkürzen zum zweiten Leben, wenn wir hier unser Tanuki-Blatt noch hätten. Geht aber nicht. Was machen wir da? Wir holen uns ein weiteres. Da ist ein Fake-Goomba, also ein Goomba, also ein nicht vorhandener Pilz. Nicht vorhandenes Power-Up. Aber hier in der Trompete drinne. Da war sie nochmal. Können wir uns ein Tanuki-Blatt abholen. Und was mir nicht aufgefallen ist, dass man hier über die Trommeln wirklich wieder zurückkommen kann. Also nach oben kommen kann. Das war eigentlich so gedacht, dass man wirklich von da oben kommen muss. Okay. Müssen wir mit Leben? Wir haben jetzt 2 von 3 Leben. Eins fehlt noch. Man kann sich so vorstellen, ja, das Level geht eigentlich auch nicht mehr so lange. Und deswegen sterben wir einfach mal. Wir müssen die Zeit ja ein bisschen überbrücken. Ah, okay. Hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Okay, ja. Ich komme damit klar. Ich weiß nicht, ob ihr damit zurechtkommt, aber ich komme damit klar. Ja. Voll und ganz. Wobei ich echt das Gefühl habe, dass die... Also ich wollte noch gerade so sagen, ja, die Notenblöcke, die sind ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann setzt er aus. Dann setzt er komplett aus. Hat keinen Bock mehr. Dann nimm dir Bockwurst, dann nimm dir Ziegenwurst. Hast keinen Bock, nimm eine Ziege. Hast keinen Bock, nimm Lama.
Weißt du warum? Weil, wenn Lamas... Gut, wenn man getroffen wurde, kann man ja auch durchrennen. Das ist auch kein Problem. Also ich verstehe echt nicht, warum man hier so sehr sterben kann. Es gibt auch nur wenige Leute, die dieses Level wirklich geschafft haben. Wie man an den ersten Manchern sterben kann, ist... ja gut, jetzt nicht unbedingt so eine sonderliche Frage, aber es ist halt schon eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man das Level beispielsweise dreimal gespielt hat und es immer noch nicht schafft. Ich weiß nicht, also das Skill-Level bei einigen Spielern ist ja immer, grundsätzlich anders. Der eine ist besser, der andere schlechter. Der eine macht mehr Troll-Level, der andere macht mehr... macht mehr schönere Level, sagen wir es so. Ich hasse ja Troll-Level tatsächlich. Also ich kann mir die echt nicht antun. Wenn ich so einen in der 100-Mario-Mission sehe, so ein richtiges Troll-Level, dann sage ich dem Entwickler einfach, fick dich. Es ist mir vollkommen wurscht. Ich mach das nicht, ich beende das nicht. Ich weiß zwar jetzt nicht, was mit dem Level geschieht, wenn es nicht geschafft wird von mir. Ob das jetzt, ob es jetzt tiefer in der Rangliste landet. Weil im Grunde ist die Schwierigkeit dadurch ja höher, aber es ist halt echt keine Schwierigkeit. Man sollte solche Troll-Level einfach ausschalten können, dankeschön. Na gut, ich brauche die Leben ja nicht mehr holen. Jetzt könnte es halt nur ein bisschen knifflig werden, an den Goombas vorbeizukommen. Dankeschön. Ja, dankeschön. Also ich muss mich nochmal hier herzlich bei den Goombas bedanken, die heute aufgetaucht sind. So in der Bar, du bist so gerade so richtig schön einer am Kiffen, ne? Und dann der so auf der Bühne... Ja, also, ich muss mich heute Abend nochmal richtig bei den Goombas bedanken. Ihr seid echt geil, Jungs. Ihr habt hier die ganze Elektronik und so aufgebaut. Hm. Das glaubt dir jeder. Mit welchen Händen denn? Vor allem die Goombas, ne? Die sind eigentlich schon echt arm dran. Die können einfach gar nichts. So ohne Arme? Was will man denn damit machen? Also, im Grunde können ja Goombas auch telekinetische Kräfte benutzen. Was man ja in diesen... Mario Sportspielen sehen kann, er jedenfalls in diesen Baseballspielen. Da hält einfach mal ein Goomba einen Baseballschläger. Mit telekinetischen Kräften. Einfach, der schwebt! Der schwebt! Ich weiß nicht, wie das geht, aber der schwebt! Diese Goombas immer. Also, Goombas können echt machtvoller sein, als sie scheinen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite können sie auch nichts. Die machen ja nichts, weißt du? Die würden da, ich verstehe es nicht, das ist so ein Paradoxon, weißt du? Eigentlich können die was? Oh, ja gut, jetzt bin ich zurückgekommen. Weil die Plattform wieder in der Nähe war, muss die Musik wieder spielen. Oh, das ist gut. Ah, oh, das ist wundervoll. Oh, schön mit 800 Punkten. Wir wollen natürlich auch hier einen Highscore knacken. Oh, warte mal, ich will mal das ausprobieren. Können wir vielleicht eine ganze Passage skippen? Ah, warte mal. Dann habe ich gleich einen Bug entdeckt. Also in meinem eigenen Level natürlich. So, wir können jetzt einfach mal über diese Note drüber springen und zum Leben hin. Okay, zum dritten. Schön! Wusste ich so vorher auch noch nicht. Aber komm, sind wir mal nicht so. Wir gehen wieder zu den... Nicht Bongos, zu den Trommeln. Ach komm mal, ey, der muss mich doch nicht zweimal umbringen. Ich hab mich schon drüber geskillt, ey. Ach komm, also gut, das ist eines der schwierigeren Level, muss ich echt zugestehen. Aber, gut, wenigstens sterbe ich nicht am Piano. Die ganze Zeit. Kontinuierlich. Das ist einfach nur, um das Level nochmal 10.000 Mal zu zeigen, ne? Das ist, muss man auch beachten. Ich bin halt echt, wenn ich solche Blind-Level spiele und durchrenne, versuche durchzurennen, wenn ich merke, oh, das ist ja doch ein bisschen einfacher als gedacht, dann renne ich durch und sterbe an der nächsten Stelle. Das ist so typisch für mich. Vielleicht am nächsten Goomba, vielleicht am nächsten Koopa. Ja, Hauptsache durch, ist ein einfaches Level. Aber manchmal kann der Schein echt trügen. Man sollte echt ein bisschen langsamer agieren. Dann ist man sicherer und kommt auch leichter durchs Super Mario-Leben. Und verliert vor allem nicht so viele. So, in den anderen Blöcken ist eigentlich nie was drinne. Nie wirklich was drinne. Also, das Beste, was man hier wirklich kriegen kann, ist der Tanuki. Mehr braucht man sich da echt nicht erhoffen. So. An einer Stelle musste ich auch in der Nachbearbeitung noch hier so ein bisschen nachbearbeiten. Und vor allem eine Plattform ein bisschen niedriger setzen. War eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist, oh, das ist ja, das ist ja ekelhaft. Das ist schon luschig. Aber ich finde auch so persönlich, dass es die schwierigste Stelle ist im Level.
Nee. Ja, vor allem, ich bin so dreist und mach da nochmal so eine Decke hin. Das ist so ein scheiß Rhythmus. Na, jetzt bin ich wieder komplett unten. Boah, der Rhythmus ist gerade echt... Er könnte halt echt nicht dreckiger sein. Boah, der hat mich auch noch fast erwischt. Ja, aber da sieht man mal, wie anspruchsvoll das hier sein kann. Dankeschön. Also man würde meinen, das sind einfache Sprünge, ne? Gleich am nächsten Goomba sterben, ist ja einfach, ne? Man könnte meinen, das wäre wirklich einfach, aber ist es. Das ist halt echt schwieriger, als es aussieht. Boah, ich hasse diese Goombas. Habe ich schon mal gesagt, wie ich Goombas hasse? Sehr. Ich hasse Goombas sehr. So. Ich wollte nämlich auf die Plattform warten die ganze Zeit. Jetzt lasse ich mich extra treffen, weil das geil ist. Darauf stehen die Ladies. So, dann gehen wir... Ich kann ja nochmal zeigen, wie man normal, regulär dahin kommen sollte. Zum dritten Leben. So. Habe ich alles gezeigt, ne? Hoffentlich. Ja, oh, ich habe sogar gezeigt, wie man sich hier umbringen kann. Kurz vor Ende. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin zu hektisch. Ich bin total hektisch. So. Wow. Okay, jetzt ist alles aus. Rechts habe ich ein bisschen abgesperrt mit einem Notenschlüssel. Heißt, man dürfte da jetzt nicht so die Möglichkeit haben, sich daraus zu retten. Aber wir sind gut im Rennen. Jetzt geht die Party ab. Der Koopa-Block hat da unten die Blöcke zerstört. Und wir können durch die Röhre. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt ist Mario von dem ganzen Lärm der Party so angetan, dass er erstmal total... Boah, dem wird schwindelig. Boah, wir sind schon bei 12 Minuten. Der letzte Part, der war 15 Minuten lang. Und das ist halt echt, echt heftig, ne? Dass ich 12 Minuten für dieses Level gebraucht habe. Und ich kannte das schon. Okay, ja, zum Ende hin habe ich versucht, eine Ziehharmonika zu machen. Was mir dann letztlich aufgefallen ist, also diese Dinger, was die Ziehharmonika halt ausmacht, dieses Gummiding, habe ich einfach mal falsch angeordnet. Das müsste eigentlich horizontal, nee, Quatsch, vertikal angeordnet sein. Ist bei mir natürlich, ja, horizontal angeordnet. Und deswegen, ja, komm, ja, kann man mal verzeihen. Ich finde es schön, wie man rechts noch so diesen Notenschlüssel sehen kann. So als Abschluss, das finde ich... Ja gut, der Notenschlüssel steht eigentlich hier normalerweise am Anfang, so viel ich weiß. Aber, ja gut. Irgendwie musste ich das Ende abschließen. Kommen wir zum nächsten Level. Was wäre es denn? Ja, ich würde gerne Devil's Yard machen. Machen wir das? Serious Dungeon ist der letzte Level aus der vierten Welt. Da fehlt mir noch ein ganzes Level für die zweite Welt. Das muss ich echt zugeben. Ich versuche die ja mal ein bisschen besser zu machen, die Level. Und ja... Mittlerweile habe ich auch schon keine Ideen mehr. Da nutzt man eigentlich diese ganz normalen Ideen von wegen, ja, nehmen wir einfach mal so ein Mario World Luftschiff, so, weil es einfach eine neue Idee ist. Wow, es ist wundervoll. Es ist eine wundervoll neue Idee. Das ist auch dumm. So. So. Die Leben in dem Level sind ziemlich leicht zu holen. Man hat ja auch sehr viel Zeitdruck. Wenn man klein wäre, wird man hier leichter durchkommen, aber ich habe es verkackt. Deswegen muss ich jetzt so machen. Zack, 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 zack. So geht's auch. Dann können wir uns hier nochmal das Leben holen. Können den Panzer nochmal durchschießen, weil den brauchen wir jetzt für das zweite Leben. Ja. Also die ganzen Leben, die sind in diesem Level ziemlich leicht zu holen. Ich habe auch versucht, die Deko-Objekte den Orten anzupassen. Also Devil's Yard soll, vielleicht kann man es erkennen, so eine Art Friedhof sein. Und hier geht man halt in den Untergrund. Wenn man den PS-Switch aktiviert hat, kommt man hier über diese Brücke und kann sich das zweite Leben holen, das in einer Gruft endet. Also die Röhre endet in der Gruft und das Leben ist da drin. Wundervoll. An sich gibt es hier sehr wenig Items. Ich will nochmal zurückgehen, um das Level auch mal so zu zeigen. Hier war die Röhre, wo wir reingegangen sind. Alles schön und gut. So. Jetzt sind wir in dieser Gruft. Da können wir nochmal versuchen, hochzukommen. Und ein Leben, einen normalen Pilz zu kriegen, falls wir klein wären. Es ist hier nicht, es gibt ja nicht sehr viel Spielraum für Fails, so wie den hier. Von daher sollte man sich auch nicht dumm anstellen.
Hier in den Blöcken ist nur ein Buhu und der ganze Rest interessiert uns nicht. Jetzt würde man meinen, oh mein Gott, man muss hier drauf landen. Ist aber nicht so. Also wenn man die... Wenn man es so visuell sieht. Hier ist stattdessen ein ganz geheimer Stern versteckt. Man sollte sich direkt in die erste Röhre aufmachen und den direkt nutzen. Weil die Buhus einen den Weg versperren. Auch ein geheimer Weg, den man so nicht sieht, weil man denkt, na gut, hier ist sowieso der Tod. Also, ist halt nicht so, ne? Da geht's halt weiter. Und durch die Röhre kommt man wieder zurück. Was natürlich visuell jetzt ein bisschen scheiße ist, weil man geht auf... Die Röhren sind übereinander im Untergrund, aber sie sind nebeneinander im Obergrund. Das ist ein bisschen, ja, schon unlogisch, aber sie können halt unterirdisch noch vielleicht ein bisschen verwinkelter sein. Keine Ahnung. Ich versuche das auch ein bisschen logisch anzuordnen, von daher... Ja, immer schön nach Logik gehen. Das Trampolin ist uns egal. Oh, Geister. Und wir gelangen in eine andere Welt. Wobei... Hä? Waren wir hier nicht schon mal? Wir können versuchen, durch die Röhre zurückzukommen, oder? Komm, tun wir das einfach mal. Wir haben fast nur noch 100 Sekunden. Jetzt bräuchten wir das Trampolin. Das habe ich schön verkackt, aber wir können einfach hochspringen. Ja gut, solange wir groß sind, ne? Als kleiner Mario bräuchte man das Trampolin. Dann sind wir in einer weiteren Gruft. Gehen durch die Tür. Oh mein Gott, ein weiterer Pilz. Also in den Gruften kriegt man im Obergeschoss immer diese Pilze. Oh, scheiße. Der ist auch gemein platziert. Hier hat man nochmal die Möglichkeit, zurückzukommen, falls man hier rausgeht. Über dieses Fenster, würde ich sagen. Man muss ein bisschen weiter nach links springen. Auf das Dach kommt man nicht. Oder? Vielleicht? Keine Ahnung. Ach, ist jetzt eigentlich auch scheißegal. Wäre dann ein Bug. Aber durch das Secret weiß man jetzt schon, dass es hier eigentlich einen normalen Weg gibt. Und man weiß auch, dass man hier runterkommt, weil die Buhus ja nicht mehr so... voluminös sind. Oh, das Handy klingelt. Das ist ein Jumpscare. Oh. Carmex. Und die Carmex sind auch so dreist, dass sie uns verwirren, wenn wir sie umbringen. vom Visuellen ist das auch sehr gemein, wenn man nicht richtig weiß, wo Mario jetzt wirklich steht. Okay. Also, sobald Mario so die Gegner besiegt, die Carmex vor allem besiegt, also keine anderen Gegner, es gilt nur bei den Carmex, wird er betrunken. Keine Ahnung, die geben so ein bisschen Wodka aus. Ein bisschen viel. So, ja komm, jetzt brauchen wir auch die Leben nicht mehr holen. Wir gehen den ganz regulären Weg. So, einmal rein. In die andere Welt. Wobei das ja im Grunde dieselbe Welt ist, ne? Ach Quatsch, ich muss ja runter. Jetzt verirre ich mich hier schon selber. Boah, ich muss unbedingt was trinken gleich. Boah. Total ausgetrocknet. Ja, das Handy, das klingelt, ich weiß schon. Ne? Da kümmere ich mich gleich drum. Ich bring den auch immer wieder um. Das ist so ein beruhigendes Gefühl, wenn man Carmex umbringt. Die Knochen trocken bringen rein gar nichts, wenn man sie umbringt. Aber dafür haben wir jetzt das Ziel erreicht und können nach Hause gehen. So, das war eigentlich das zweite Level für diesen Part. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich die 100 Mario-Mission machen, weil mir nichts mehr für das vierte Level der zweiten Welt einfällt. Ich will ja bei diesen Leveln immer zwei Sachen zeigen. Okay. Die Leute versuchen anscheinend da immer rüber zu springen, da wo die X'e sind. Sie sterben entweder am Knochentrocken oder sie fallen einfach so runter oder sie versuchen rüber zu springen. Okay. Schön zu wissen. Zwei Leute haben das Level geschafft. 6,06%. Ach, am Ende sterben sie auch nochmal. Durch entweder die Notenblöcke, obwohl man da eigentlich schon ganz leicht drüber springen kann. Oder durch Knochentrocken, was mir selbst ja eigentlich auch widerfahren ist. Okay, das war's für diesen Part, ne? Beim nächsten Mal die 100 Mario-Herausforderung. Seid beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss und bye-bye.